Ja, wir haben jetzt ja schon viel heute darüber gesprochen, wie gut es die Stadt Bochum bis hierhin schon gebracht hat. Und ich würde jetzt noch mal einladen, dass wir noch tiefer in den Westen gehen, und zwar in unsere Landeshauptstadt von NRW nach Düsseldorf. Und wir haben dort zwei Referenten zu Gast heute, einmal die Katrin Limbach und den Herrn Lutz Trakies. Beide kommen aus der BIM-Geschäftsstelle Düsseldorf und wollen uns einmal zeigen, wie man sich in Düsseldorf auf die Implementierung von BIM vorbereitet und wie man in Düsseldorf gerne BIM-ready werden möchte. Herzlich willkommen. Test, Test, das funktioniert. Ja, vielen Dank für die Einladung, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen hier in Bochum, aber auch in Berlin vor dem Bildschirm und auch ja, sehr geehrte Kollegen in Düsseldorf, die jetzt gerade zuschauen. Wir möchten Sie in unserem kleinen Vortrag zusammen auf unseren Weg mitnehmen, wie wir BIM-ready werden möchten. Mein Name ist Katrin Limbach und ich bin seit letztes Jahr, seit Juli 2022, als BIM-Geschäftsstelle in Düsseldorf tätig und bin dort für die gesamtstädtische BIM-Implementierung zuständig. Ja, dann darf ich auch alle Beteiligten und Zusehenden willkommen heißen. Mein Name ist Lutz Trakies. Ich bin BIM-Koordinator bei uns im Amt für Gebäudemanagement und deswegen also für die interne Implementierung zuständig, habe aber auch einen Fuß in den Projekten im operativen Bereich und stelle heute die Praxis vor. Genau, nachdem der Lutz Trakies Ihnen gleich einen kleinen Einblick in unseren Projektalltag und in unsere BIM-Pilotprojekte gegeben hat, werde ich im Anschluss versuchen zu erläutern, wie die Stadt Düsseldorf sich strategisch zum Thema BIM aufgestellt hat. Ja, wenn wir von Stadtverwaltung reden, der Name sagt es auch schon, dann geht es um einen Schatz an Bauwerken, die in erster Linie verwaltet werden wollen, also instand gehalten. Und zusätzlich werden sie eben auch regelmäßig mehr. Also da reden wir nicht nur von Masse, sondern vor allem von einer Vielfalt an Bauobjekten, die in dem Sinne ja auszeichnen, wenn man hier von Stadtverwaltung redet. Das bringt oder kommt mit den ständig wechselnden Anforderungen aus der Baubranche halt eben immer neue Herausforderungen mit sich, wo sich die Landeshauptstadt Düsseldorf jetzt dazu entschlossen hat, durch Digitalisierung darauf zu antworten. Und eben ein Teil dieser Digitalisierungsmaßnahme, dieses Pakets, wollen wir hier heute vorstellen und anhand einiger kleiner Pilotprojekte in der Praxis einmal zeigen, wie die Landeshauptstadt Düsseldorf bei uns BIM implementiert. Ja, man hat es hier in der ersten Folie, glaube ich, gesehen. Also es geht vor allem um Vielfalt der Bauobjekte und so vielfältig wie diese Objekte sind, sind eben auch unsere Ämter, die das Ganze umsetzen wollen und sollen. Das kommt natürlich mit allerhand Anforderungen an die Implementierung einher. Das heißt also, es bietet sich ein ganz buntes Bild, wie die Implementierung bei uns aussieht. Deswegen haben wir hier mal wirklich einen bunten Strauß an Projekten mitgebracht, die alle sich mit unterschiedlichen Aspekten der Methode befassen, die sowohl von Neubauten über Sanierungen ist eigentlich alles mit dabei. Und weil wir halt als Landeshauptstadt den Anspruch haben, BIM in alle bauenden Ämter zu tragen, war es auch eben unser Anliegen, jetzt hier vom Gebäudemanagement eben nicht nur eigene Projekte mitzubringen, sondern auch mal einen kleinen Ausblick zu geben. Wir bauen nicht nur hoch, wir haben in dem Sinne auch BIM-Pilotprojekte aus anderen Bereichen unserer Branche. Ja, vielleicht mit das größte Neubauprojekt, was wir vom Gebäudemanagement aktuell hier zeigen können, ist der Neubau des technischen Verwaltungsgebäudes. Das bringt, wenn man von Schwerpunkten redet, vor allem die Herausforderung mit sich, dass das zukünftige Arbeitsplatz von sehr vielen Ämtern sein muss und damit eben einer großen Masse an Projektbeteiligten, die auch alle gehört werden wollen, weil es in dem Sinne auch um den zukünftigen Arbeitsplatz geht. Da spielen vor allem Projekte wie New Work oder Begriffe wie New Work, also die Änderung der bisherigen Arbeitswelt, eine Rolle, wo auch alle mitgenommen werden müssen. Deswegen war der Schwerpunkt für dieses Projekt relativ klar. Wir haben uns auf die Nutzerabstimmung konzentriert und da die Möglichkeit gegeben, über das Issue Management, über den Austausch von BCFs eben allen Nutzerämtern die Möglichkeit zu geben, am Projekt und an der Nutzerabstimmung teilzunehmen. Also alle ja, Vertretenden der Ämter können über BCFs am Modell direkt Anmerkungen zu Flächenaufteilung machen, zu den
zukünftigen Arbeitsplätzen und da ihre Anmerkungen und ihre Anforderungen an eben diese Arbeitsplätze auch verewigen. Das hat vor allem für uns jetzt auch schon zwei große Vorteile. Auf der einen Seite wird eben der Planungsprozess für alle beteiligten Ämter deutlich transparenter. Man kann live sich eigentlich von dem Bearbeitungszustand seiner Issues vergewissern und sehen, dass die wirklich Gehör finden. Ja, und damit sind wir, denke ich, gerade bei dem Projekt auf einem guten Weg, in puncto Change Management bzw. Unsere Ämter mitzunehmen, einen großen Schritt vorwärts zu gehen. Zweites Projekt ist gerade eben schon angeklungen, der Neubau der Freiwilligen Feuerwehr in Kaiserswerth. Da haben wir den Anwendungsfall, der gerade eben von Frau Metz-Becker präsentiert wurde, zur Ökobilanzierung mal einmal ausprobiert. Das kann man sich so vorstellen. Also wir haben unter anderem eben durch einen Modellvariantenvergleich Auskünfte über den CO2-Verbrauch der einzelnen Konstruktionen bekommen. Die haben wir dann gegenübergestellt und daraus die für uns nachhaltigste Konstruktion mit den, also die emissionsärmste Variante identifizieren können. Insgesamt haben wir den Anspruch, unsere Bauwerksinformationen über die gesamte Planungs-, aber auch die Betriebsphase, also alle Lebenszyklusphasen hinweg, in einem Materialkataster abzulegen, nicht, sondern damit zu arbeiten auch. Was einerseits in dem Sinne darin münden soll, dass wir zu dem Projekt einen Gebäudematerialpass, einen Ressourcenpass erstellen, der eben uns auch in der Zertifizierung, wir wollen DGNB Platin zertifiziert werden, voranbringen soll, aber andererseits, wie schon gesagt, die Möglichkeit bieten soll, mit den dort abgelegten Daten eben zu arbeiten und die nicht nur zu archivieren. Sehr spannendes Projekt meiner Meinung nach ist unser erstes Sanierungsprojekt im Gebäudemanagement, was wir mit BIM umsetzen, die Sanierung der Akademiestraße 2. Hier haben wir zum ersten Mal aus einer Punktwolke ein Bestandsmodell entwickelt und uns da dieses Mal zum Schwerpunkt genommen, auch die TGA mit reinzunehmen, also erhaltenswerte Anlagengruppen mit zu modellieren, ins Konzept für den neuen Entwurf mit zu integrieren, um da eben vor allem irgendwie einen nachhaltigen Ansatz zu fahren, nicht also sofort alles rauszuschmeißen, aber auch Erkenntnisse für die Anreicherung unserer Daten auch in der Ausführungsphase zu gewinnen. Also wir richten die Generierung der Bauwerksinformationen vor allem eben nutzungsorientiert auf den Betrieb aus, haben uns da an den technischen Anlagen orientiert, um in dem Sinne auch im Betrieb direkt damit arbeiten zu können. Hier nochmal ein Ausschnitt zum Modell. Ja, genau, wie gesagt, die Detaillierung soll am Ende eben in einem S-Bild-Modell münden. Aber last but not least sind hier noch zwei Projekte von den anderen Ämtern, die ich hier nennen möchte, die hier zur Verfügung gestellt wurden. Das eine ist die Geh- und Radwegsbrücke zur Lindung, ein Projekt vom Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau. Da ist der Projektstart jetzt im Mai gewesen und hat den Schwerpunkt eben für sich, für das Amt, Erkenntnisse für die Implementierung zu schaffen. Auch da sind im Prinzip, wie ich es fürs Amt für Gebäudemanagement bin, gibt es auch da zuständige Personen zur Implementierung, die aus solchen Projekten eben Erfahrungsgewinne schöpfen wollen. Ein zweites Projekt ist das Regenklärbecken in der Fleet. Das ist ein Projekt vom Stadtentwässerungsbetrieb mit Baubeginn im zweiten Quartal 2024. Und da hat man den Schwerpunkt im Kosten- und in der Mengenermittlung. Was da meiner Meinung nach hervorzuheben wäre, ist, dass der Stadtentwässerungsbetrieb jetzt schon sehr detaillierte Modelle sowohl in der Geometrie als auch im Informationsgehalt herstellt. Ja, und dann gebe ich vom praxisorientierten Teil gerne ab zum strategischen. Danke. Genau, der nächste Part beschäftigt sich jetzt mit dem Thema Strategie. Wir haben bisher jetzt ganz unterschiedliche BIM-Pilotprojekte kennengelernt aus diversen Fachbereichen der Landeshauptstadt Düsseldorf. Doch die Frage, wie strukturiert und organisiert sich eine Kommune, gerade zum Thema BIM, die haben wir bisher noch nicht geklärt. Und das möchten wir jetzt in diesem zweiten Teil so ein bisschen aufdecken. Denn das große Ziel von BIM ist es doch, und erzähle ich hier, glaube ich, nichts Neues, kollaborativ und in unserem Fall auch ämterübergreifend zu arbeiten. Das ist ja auch heute das Thema Let's Build Together. Und genau dieses Ziel, ämterübergreifend zusammenzuarbeiten, haben wir uns als großen Maßstab gesetzt. Und wenn man sich solche großen Ziele setzt, stellt man recht schnell fest, es gibt in diesem BIM-Kontext diverse Themen und diverse Kapitel, die man erklimmen muss,
die für uns BIM-Experten hier vielleicht selbstverständlich sind, in einer Kommune aber erst Einzug erhalten müssen. Und, das haben wir heute auch schon gehört, es braucht Strukturen und in unserem Fall auch ämterübergreifende Strukturen. Und ganz nach dem Motto sammeln, sortieren und strukturieren haben wir genau das gemacht. Wir haben die Themen, die wir jetzt hier auf der Leinwand sehen, gesammelt, sortiert und strukturiert. Und das, was dann noch fehlte, war eigentlich Folgendes. Es brauchte eine Arbeitsgemeinschaft, eine AG BIM in unserem Fall, die all diese Themen zusammen gemeinschaftlich angeht. Das, was jetzt hier auf der Folie gezeigt ist, also die Arbeitsgemeinschaft BIM, die gibt es schon etwas länger, seit 2019, seit 2020. Das war im Grunde sozusagen der Grundstein für BIM bei der Landeshauptstadt Düsseldorf. Das Ganze haben wir noch etwas auf die Spitze getrieben. Im Jahr 2021, im Juli 2021, gab es einen Beschluss der Verwaltungskonferenz, dass BIM als gesamtheitliches Konzept für alle planenden, bauenden und betreibenden Ämtern verpflichtend eingeführt wird bei der Stadt Düsseldorf. Zusammen mit diesem VK-Beschluss wurde nicht nur BIM eingeführt oder das verpflichtend eingeführt, sondern es wurden auch 10 Stellen geschaffen. Von diesen 10 Stellen sind auch wir beide sozusagen entstanden. Und es wurde darüber hinaus eine übergreifende BIM-Geschäftsstelle gegründet beim Vermessungs- und Katasteramt, wo ich jetzt auch ansässig bin, um einfach so einen Gesamtblick über diese BIM-Implementierung zu bekommen. Doch ganz alleine mit 10 BIM-Koordinatoren und einer BIM-Geschäftsstelle kann man in einer so großen Kommune BIM nicht einführen. Das soll diese Folie zeigen. Unseren großen Benefit in unserer BIM-Implementierung haben wir dadurch, dass wir sehr, sehr viele freiwillige und sehr engagierte Teilnehmer aus diversesten Fachämtern haben, die neben ihrem normalen Projektalltag in unserem Arbeitskreis mitwirken. Unser Arbeitskreis wächst stetig. Mittlerweile sind wir 13 Ämter, die in unserem Arbeitskreis vertreten sind. Das sind ganz junge, neue Kolleginnen und Kollegen, es sind Projektleiter, es sind Führungskräfte, ganz neue Kollegen, die erst vor 2-3 Wochen hinzugekommen sind, aber auch Kollegen, die eigentlich schon über dem Renteneintrittsalter hinaus bei uns mitmachen und das sozusagen noch freiwillig neben ihrem Rentendasein mitmachen. Doch ja, schauen wir doch noch etwas genauer auf die Rollen ein, die wir jetzt in unserem BIM-Arbeitskreis haben. Das sind genau genommen primär diese 5 Rollen. Als BIM-Geschäftsstelle ist es meine primäre Aufgabe, sozusagen den operativen und strategischen Bereich der BIM-Implementierung so ein bisschen im Auge zu behalten, um einfach zu schauen, was machen denn die ganzen Fachämter. Die BIM-Koordinatoren, zu denen ja auch der Lutz Trakes gehört, sind sozusagen die erste Ansprechperson im Fachamt und sind da dafür zuständig, BIM voranzutreiben. Sie leiten darüber hinaus aber auch noch kleinere Teams, kleinere Arbeitskreise, auf die wir gleich auch nochmal eingehen. Und unser großes Herzstück ist im Grunde unser großer BIM-Arbeitskreis, mittlerweile ca. 40 Personen, die dort vertreten sind, die die eigentlichen Inhalte, sprich die Standards und Strukturen erarbeiten, zusammen mit den BIM-Koordinatoren und auch mit mir zusammen. Nicht zu vergessen dürfen wir unser BIM-Lenkungsgremium. Das BIM-Lenkungsgremium ist sozusagen neben meiner Persönlichkeit das Bindeglied zu der Verwaltungsspitze, sprich in unserem Fall zu 9 Dezernaten. Und das BIM-Lenkungsgremium ist im Grunde dazu da, die Inhalte, die wir jetzt gemeinschaftlich erarbeiten, sprich Standards, Strukturen, Technik, freizugeben und dieses auch an die Verwaltungsspitze weiterzutragen. Wir können jetzt noch mal etwas ins Detail gehen. Strukturell organisiert sieht das Ganze so aus, dass ich als BIM-Geschäftsstelle diese beiden Arbeitskreise, sprich den Arbeitskreis operativen Arbeitskreis und den Arbeitskreis Strategiecontrolling, leite. Und das haben wir auch noch mal in Themen aufgesplittet. Im operativen Bereich gibt es 6 Hauptthemen, auf die wir gleich auch noch mal eingehen werden. Angefangen bei Anwendungsfällen, Technik, Verträgen und auch dem Bereich Strategiecontrolling, der sich primär um diese Inhalte, Schulungen, Controlling, Personalbedarf etc. pp. Dreht. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht das Ganze so aus, dass ich als BIM-Geschäftsstelle zusammen mit diesen BIM-Koordinatoren 6 kleinere Teams leiten. Diese 6 Teams ergeben sich aus diesen 6 Themengebieten, die wir auf der vorherigen Folie gesehen haben. Und dort werden einfach diese ganzen Inhalte, die wir auf der ersten Folie gesehen haben,
zusammengetragen und erarbeitet. Warum haben wir das aufgeteilt auf 6 Teams? Das ist ganz einfach erklärt. Im Grunde ging es nur darum, dass wir zeitlich uns ein bisschen aufsplitten mussten. Wir mussten sicherstellen, dass wir in mehreren Themen vorankommen. Und weil unsere Kapazität natürlich auch dadurch, dass wir auch noch normalen Projektalltag haben, etwas begrenzt sind, haben wir das Ganze einfach aufgesplittet. Die Inhalte, die wir dort erarbeiten, die spiegeln wir in unserem BIM-Arbeitskreis, also in den operativen und den strategischen Arbeitskreis. Und sobald das dort komplett besprochen ist, spiegeln wir das dann in das BIM-Lenkungsgremium, was dann darüber urteilen darf, ob wir gut gearbeitet haben oder eben nicht. Und die beste Struktur, die nützt überhaupt gar nichts, wenn man nicht weiß, worauf man hinarbeitet. Und aus dem Grund haben wir im letzten Jahr zusammen mit allen BIM-Koordinatoren und auch mit unseren Arbeitskreismitgliedern einen Workshop geleitet, wo es erstmal darum ging, was ist denn überhaupt unser erstes Ziel? Welche Meilensteine möchten wir denn mit BIM erreichen? Und wir haben für uns definiert, dass es als erstes wichtig ist, BIM-ready zu werden. Mit BIM-ready haben wir einzelne Kategorien gegründet, wo wir gesagt haben, das sind unsere wichtigsten Themen, sprich Menschen, Strukturen, Standards, Technik, die für uns wichtig sind, um startklar für BIM zu sein. Startklar kann man auch tatsächlich wörtlich nehmen. BIM Ready heißt für uns, dass wir bereit sind, BIM-Projekte eigenständig abwickeln zu können. Das Wort BIM Finished gibt es im Grunde für uns gar nicht, das haben wir auch gerade schon mal gehört. Man ist nie fertig mit BIM, es wird sich immer weiterentwickeln. Und aus dem Grund haben wir für uns einfach definiert, was heißt es denn, BIM Ready zu sein. Damit wir den Überblick nicht verlieren und damit wir BIM-Koordinatoren und wir als BIM-Geschäftsstelle auch so ein bisschen den Überblick behalten und wissen, was es noch fehlt und was in den nächsten Wochen noch ansteht, haben wir einen gemeinsamen Projektplan erarbeitet. In diesem Projektplan wird nochmal etwas detaillierter und intensiver erläutert, was unter diesen einzelnen Arbeitspaketen, sprich unter diesen einzelnen Themen, zu verstehen ist. Und zwar ist hier sehr wichtig, dass wir ja nicht, ich sag mal, so einen klassischen Frontalunterricht machen, sondern dass wir relativ agil arbeiten. Wir sind recht flexibel in unseren Teams. Wir arbeiten meistens wöchentlich zusammen. Und für uns war es wichtig, dass wir dadurch, dass die meisten Projektbeteiligten neben ihrem Projektalltag in unserem Arbeitskreis mitwirken, auch etwas flexibel bleiben. Sprich, dass dieses agile Thema bei uns sehr, sehr im Fokus steht. Die letzte Folie sollte sozusagen nochmal eine kleine Zusammenfassung sein. Was ist sozusagen in unserem BIM-Alltag bisher passiert? Der Verwaltungsbeschluss im Jahr 2021 war im Grunde unser großer Startschuss, um mit BIM arbeiten zu können. Und seither haben wir Arbeitskreise gegründet, haben uns auch extern beraten lassen mit BIM-Managements, mit Schulungen etc. pp. Und sind jetzt an den Punkt gekommen, wo wir dieses agile Arbeiten in den kleinen Teams auch schon sozusagen seit gut einem Jahr sozusagen im täglichen Doing haben. Unsere nächste Herausforderung, weil ohne Herausforderung geht es natürlich nicht, ist es, dass wir eine gemeinsame CDE-Plattform bei der Stadt Düsseldorf implementieren möchten. Und das leitet mich sozusagen auch schon sozusagen auf unseren Ausblick. Unser Ausblick ist es nämlich, dass wir, sofern wir es schaffen, im nächsten Jahr eine gemeinsame CDE-Plattform etablieren möchten. Diese CDE-Plattform ist im Grunde für uns als Kommune als Klammer zu verstehen, die Klammer, die sozusagen alle Ämter vereint, aber auch die Möglichkeit bietet, nicht nur untereinander in dem Amt zu arbeiten, sondern auch mit externen Projektbeteiligten. Diese CDE-Plattform, gesamtstädtisch gesehen, gibt es noch nicht. Wir nutzen im Moment schon CDE-Plattformen in den einzelnen Pilotprojekten, die wir auch heute gesehen haben. Aber unser großes, großes Ziel ist es, dass wir eine gemeinsame stadtweite CDE-Plattform bekommen. Und mit diesem kleinen Ausblick beenden wir auch eigentlich unseren Vortrag. Und wir würden uns freuen, wenn wir nachher an den Thementables zu genau diesem Thema, sprich CDE-Plattformen, nochmal etwas intensiver ins Gespräch kommen können. Ja, vielen Dank Ihnen beiden für den spannenden Einblick, also auch in Düsseldorf geht einiges zum Thema BIM, wie wir sehen. Eine Frage, die mich mal interessieren würde, strategisch wie operativ, 13 Ämter ist ja eine ganze Menge,
in denen Sie dort arbeiten. Auch die Projekte sind sehr unterschiedlich, glaube ich, die schon in der Umsetzung sind mit der BIM-Methodik. Wo sehen Sie im Moment noch mehr Überzeugungsarbeit? Ist das mehr auf der Auftragnehmerseite, das heißt die Planer, die KMUs, die Bauunternehmen, die für die BIM-Methodik noch vorbereitet werden müssen? Oder sind das Ihre 13 Ämter? Man kann, glaube ich, sagen, sowohl als auch. Also es gibt natürlich gerade große Firmen, die da schon sehr intensiv in dem Thema drin sind, die auch regelmäßig natürlich sich bei uns melden und sagen, wir haben die und die Produkte, die und die Ideen. Intern bei uns haben wir, glaube ich, schon sehr viele Leute überzeugt. Primär ist es aber wichtig, dass man gerade die Leute, die vielleicht auch schon länger in den Ämtern sind, versucht mitzunehmen, sei es mit Schulungen, mit kleinen Vorträgen, die wir auch regelmäßig halten. Und ich glaube, das wächst so nach und nach. Also wir haben schon sehr viele Leute mitgenommen und gerade jetzt die jungen Kollegen, die jetzt immer noch hinzukommen, das sind primär Leute, die gerade aus dem Studium kommen, die bringen natürlich auch die nötige Ungeduld und den nötigen Wissensdrang mit, das Ganze jetzt ein bisschen zu pushen und vielleicht auch den einen oder anderen Kollegen, der sich noch nicht so sehr mit diesem Thema beschäftigt hat, jetzt so ein bisschen in die Hacken zu treten, ja, damit es vorangeht. Super, herzlichen Dank. Ungeduld und Wissensdrang ist ein gutes Stichwort. Gibt es denn Wissensdrang? Haben Sie Fragen? Da ist eine Frage. Ja, Herr Sandrock von Hessen Mobil, erstmal vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Sie sprachen eben zuletzt an, dass Sie eine CGE für alle Ämter demnächst schaffen wollen. Ist das angedacht, dass Sie auf dem vorhandenen Markt umzuschauen, also extern was einzukaufen, ein vorhandenes Software, oder geht das mehr in die Richtung, da was selber zu entwickeln, sozusagen im eigenen Hause? Also abschließend geklärt haben wir das Thema noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass wir uns extern sozusagen ein Produkt kaufen bzw. das ein bisschen customizen werden. Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass eine so große Kommune bei der Masse, die dann da entstehen wird an Projekten, das Ganze ja auch noch handeln und administrieren muss. Und aus dem Grund ist es bisher jetzt so der Standpunkt, dass wir uns ein Produkt einkaufen, weil die interne IT-Struktur das auch gar nicht mehr leisten könnte. Also im Grunde aus dem Grund gehen wir erstmal davon aus, dass wir das Ganze extern machen, aber final entschieden ist das Ganze noch nicht, weil das können Sie sich vorstellen, in einer Kommune dauert das erstens ein bisschen länger, das muss auch bezahlt werden und all diese Fragen, die klären wir noch in den nächsten Wochen, wenn nicht Monaten. Drüben war noch eine Frage vorhin, ja? Ja, ich hoffe, man hört mich. Willi Lieber, Frame. Ich würde gerne die Herausforderungsfrage einmal anknüpfen, mal umdrehen. Da gibt es dann aus den Erfahrungen auch Erfolge, die Sie dann rausziehen, um nochmal als Motivationstreiber weiter zu pushen? Ja, also aus der Praxis haben wir ja jetzt in dem Sinne noch kein Projekt, was wir wirklich über alle Planungsphasen hindurch Erfahrungen ziehen könnten, aber aus den früheren Planungsphasen, die wir jetzt bisher schon vorstellen konnten, sind auf jeden Fall so Sachen hervorgegangen, wie dass diese Nutzerabstimmung auf jeden Fall für uns einen großen Vorteil hatte. Nicht nur darin, eben Anforderungen irgendwie an ein Projekt weiterzugeben, sondern auch um die Methodik einfach im Amt einfach breiter, eine größere Akzeptanz aufzubauen. Und da wir jetzt eben auch, wie am Anfang gesagt, vor allem im Punkto Nachhaltigkeit vor neuen Herausforderungen stehen, hat uns auch dieses der neue Anwendungsfall zur Ökobilanzierung im Projekt Feuerwache Kaiserswerth eigentlich ein großes Stück weitergebracht, sodass es, ich denke, bei uns Schule machen wird, um zumindest bei den Neubauten in Zukunft, die wir in BIM anwenden, immer häufiger Verwendung zu finden. Ja. Ja. Eine Frage war da noch genau, André. Nur kurze Anmerkung. Das ganze Thema, Frau Mlotzek, weil besser, ich glaube, das war das 19. der erste Roundtable mit Frau Scham macht oder 18. Ich glaube, da haben wir uns alle gewünscht, dass das so eine Richtung geht. Ich möchte einfach mal anmerken, dass das super aussieht, wie das letztendlich in der Implementierung läuft. Und das Tolle ist, und das ist auch ganz wichtig auf der Kommunenebene, dass da ein Commitment auch von der Stadtleitung ist. Wir waren jetzt Standpartner auf der Expo Real beim Stand der Stadt Düsseldorf und Herr Keller als Oberbürgermeister hat in seiner Rede explizit auch ausgesprochen, das Building Information Modeling. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiges Commitment einfach, dass die Stadtspitze da auch dann was angeht. Ja. Alles klar, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für den Vortrag.